Hier bin ich wieder, euer Sechsofenwach Sebastian mit einem neuen Video. Ja, wie man hier bereits schon sieht, habe ich ein Blackberry. Jetzt fragen sich voll viele, wieso gerade dieses Blackberry, wieso nicht das C10, Q10, was weiß ich, wie die ganzen neuen da heißen. Ja, ich mag ein Video drüber machen. Ich werde auch die nächsten Tage, die nächsten Wochen und so weiter und so fort Videos über alte bzw. altgute Handys machen. Es klingt ein bisschen bescheuert, aber ist auch logisch. Ich mache ein Video, also Videos jetzt drüber drehen über alte, aber doch noch gute Handys, wo immer noch gut zum Gebrauchen sind, wo auch top in Zustand zu kriegen sind und wo auch was leisten. So, dann fangen wir auch gleich an. Blackberry 8900er. So, was ist an diesem Blackberry so besonders? Das Blackberry hatte, wie bereits bei dem Nachfolger, hatte dieses schon eine Fokuskamera. Wie man hier liest, Autofokus steht auch hier dran. Was heißt das Ganze? Autofokus heißt, damit man hier Blitzlicht hat und hier hat man die Linse. Die Linse hat 3,2 Megapixel, wie dran steht. Man kann, wie oft kann man ranzoomen? Ich zeige es euch mal, wenn ich jetzt mal das Blackberry hier anschaue. So, dann gucken wir mal, wie weit wir ranzoomen können. Also, ich teste jetzt das Ganze mal. Wir können, also hier unten steht 1, 2, 3, 4, 5 Mal kann man ranzoomen. Also, 5-facher Zoom. Ich finde das eigentlich recht gut für ein Handy, Leute. Wenn ich überlege, mit den neuen Handys, wie zum Beispiel iPhone, iPod, und den ganzen Kram, iPod ist ja kein Handy, aber Nokia und die anderen, ein HTC kann man auch nur 5-fach ranzoomen, meistens. So, was ich natürlich an diesem Blackberry so besonders finde und auch, was ich beneiden muss bei den neuen, hier sieht man noch die Kugel, wer es hier genau sieht, hier. Die Kugel ist jetzt ab dem Blackberry, ich glaube, 9000er, ist die schon nimmer da, die war nur bis den 8900er Modell gekommen, die Kugel. Die finde ich auch richtig geil für die Funktion, denn das ist ganz einfach zu bedienen. Hier oben, jetzt habe ich freigeschaltet. So, hier kann man ganz einfach raufgehen. Also, wir gehen jetzt mal ins Menü. So, man sieht, man kann das so einfach bedienen. Das ist eigentlich recht einfach zu bedienen, das Teil mit der Kugel hier. Ja, was bedeutet dieses Zeichen hier? Viele fragen sich jetzt, das könnte doch hier wie beim Windows Phone, könnte das doch Windows sein? Nee, Leute, das ist kein Windows. Viele haben mich nämlich schon gefragt, ob das das Windows-Zeichen darstellen soll. Nein, das ist das Blackberry-Zeichen, Leute. Ich weiß ja nicht, wie viele darauf kommen, dass das Windows ist. Vielleicht vom Design, ich weiß ja auch nicht, aber eine wirkliche Ähnlichkeit hat sie eigentlich nicht. Naja, bleiben wir mal beim Handy. So, oberflächlich sieht das Handy eigentlich sau gut aus. Man sieht es auch hier, hat es auch schon gehabt, die Leiste da unten. Die sieht man jetzt bei den neuen Blackberries, sobald ich weiß, auch noch. So, was macht das ganze Handy so besonders? So besonders ist das Handy von der Tastatur her. Wie man hier sieht, Leute, ist die Tastatur in mehreren Abständen, man sieht es hier ganz genau, richtig geil angesetzt worden früher. Denn hier sieht man es. Da ist immer so ein kleiner Abstand, das ist richtig geil zum Schreiben. Da kommt ihr und vertippt euch auch nicht. Beim 8310er Blackberry, da war es noch ein bisschen anders. Da waren die mehr aneinander geknallt, die Tasten. Das Ganze hat sich verändert am Blackberry, 8900er. Ja, und natürlich, wenn ich hier gedrückt halte, kann man das Teil ausschalten. So, hier sieht man das Ganze hier. Kommt man ins Menü rein. So, wenn man im Menü ist, kann man auch hier die ganzen Einstellungen sich anschauen. Hier, so. Da gehen wir mal drauf. So, jetzt kann man hier alles einstellen. Sprachauswahl, Status. Wenn man jetzt auf Status geht, so, da sieht man halt die ganzen Sachen da. Ja, hier sieht man das Ganze. Und natürlich Wi-Fi kann man auch einrichten fürs Internet. So, das Ganze geht natürlich mit dem Blackberry 8900er. Das Ganze, hier oben steht es auch, Wi-Fi, hier. Ja,
Und auch was ich richtig geil finde an dem Handy, es findet sofort die SIM-Karte. Man muss nicht wie bei den neuen den Treiber installieren und die ganzen extra Wünsche da, die braucht man dafür gar nicht. Nur was natürlich mir bei BlackBerry auffiel, man muss die Apps, wo man sich runterladen will, braucht man die, wie nennt es sich, App Player oder keine Ahnung, App Store. Ich weiß nicht, ob es auch App Store bei BlackBerry heißt. Nur wenn ihr euch jetzt ein 8900er BlackBerry kauft, müsst ihr meistens auf dem Internet oder über dem PC euch das Programm runterladen. So, da ich das jetzt nicht drauf habe, na gut, ich nutze es eh meistens nur zum Telefonieren. Macht das in mir nichts aus, weil die App, so ich haben will, die habe ich auf dem anderen. Ja, was gibt es noch über das BlackBerry zu sagen? Das BlackBerry hat auch hier einen coolen Anschluss, wer es hier sehen kann. Im normalen USB-Anschluss ist das meistens, wenn es mich nicht ganz irrt. Ja, das ist recht geil bei dem BlackBerry. Hier oben hat es die Kopfhöreranschluss. Hier sieht man es so. Was das ganze Teil auch noch besitzt, ist natürlich hier. Das ist für die Sprachsteuerung. Sagen Sie einen Befehl. Das gab's früher schon, Leute. Das war richtig geil, die Sprachsteuerung. Die kam natürlich bei den anderen Handys, kam die erst später. BlackBerry hat die meistens als erstes eingeführt. So, viele fragen sich jetzt, wie sieht das Teil von hinten aus? Ich pack's auch mal aus für euch. Ich habe natürlich jetzt Schwierigkeiten mit einer Hand das Ganze zu machen, Leute.